So, es ist Donnerstag, der 16. April, und wir gehen in die zweite Boah, du hast so Runde. einen Druck. Ich fahre unser gesamtes Team in die Zone. Wenn ich crash, sind wir so immer so im Eimer. Okay, ich fahr nicht. Nee, Genau, spielt nicht. auf jeden Fall Scheiß zweite drauf. Runde von dem Trainingsevent. First Aisle gegen erstes. Gut. Infanterieregiment 9. So, diesmal sind wir auf Wehrmachtsseite und wir hoffen mal, dass wir nicht irgendwo in einen scheiß Graben reinfahren. Ich muss zum Glück jetzt erstmal nicht spawnen. Was die ganze Sache was einfacher macht. Oder? Die fahren zu zweit. Ja, genau. Also zweite Runde. Neues Glück. Und wir hoffen mal, dass jetzt es nicht weitere Crashes gibt. War ja letzte Runde ziemlich spannend. Muss man schon sagen. 4 zu 0 am Ende der Ticketstand. Das hatte ich so noch gar nicht. Ja, sehr intensiv. Auch wenn es nur ein Trainingsmatch ist. Aber es soll ja auch dann die Vorbereitung auf die Liga. Am Samstag, sprich für euch, für gestern sein. Gucken, was draus wird. Wie gesagt, diesmal sind wir Wehrmacht, da freuen sich einige auch drauf, einfach wegen der Waffen. STG 44 hat er doch schon was stabilere. Eine höhere Stabilität auf jeden Fall. Und ja, generell Funker ist da glaube ich auch recht zufrieden mit seinem G43, G41 glaube ich. Ja. Könnt jetzt Bitte gerade sehen einer sehen. von mir spawnen, das MSP hinterherfahren. Mach ich. Also, ich versuche mal zu fahren. Also einfach hier hinterher. In die Richtung. Komm. Die anderen haben sich überhaupt in AT genommen, das ist nämlich erstmal den feinen Scheiß. Du sagst, wohin ich das MSP bringe? Er fährt gerade, er setzt bestimmt gleich Mark oder so. Ich fährt immer defensiv. Ist das die 68 oder wohin? Grüßt euch. Stehen bleiben, Cap im Cap. Achso, im Cap, gut. Guck mal, wir machen hier in den Gartending einen rein. Okay, dann soll ich capen. Du sollst capen und von capen, zum Alles klar. Ich durfte gerade den Death Screen sehen, wie im Respawn Screen, wie die Feinde eins ihrer Fahrzeuge gehalten in Plus 33 fahren. Links abbiegen und hoffen, dass da kein Graben ist. Hier ist die Brücke direkt. Ja gut, okay, ich fall da aus. Ja, hey, guck mal, wie geil es funktioniert hat. Die ganze Stadt ist überflutet mit unserem Gesindel. Und jetzt ist der Cap ganz weit im Nordwesten. Flugkreuzer nach 35. Ja, ich geb mein Bestes. Verteilt euch so. Ach komm, was ist das denn hier? Oh mein Gott, habe ich jetzt einen Game Crash? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber irgendwie habe ich einen Game Crash oder irgendwas. Im kompletten Freeze gerade. Ja, Server Connection Lost. Könnt ihr mich noch hören? Jo, können wir. Ja, ein bisschen scheiße. MSP steht wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Stadt. Also ist nicht auf der 35. Jetzt hackst du ab. Oh nein. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen übel ärgerlich.
guck mal, dass ich das hier wieder zum Laufen bekomme. Scheiße! Aber sowas nervt halt einfach. Warum? Warum ist das so? Ich bin noch nicht mal vom TS. Also ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Tage öfter mal Internetabstürze und ich denke mal, das liegt einfach an der aktuellen Lage der Pandemie und gut, wir hoffen jetzt einfach, dass es ohne Probleme weitergeht und wir noch am Event teilnehmen dürfen können. Dürfen ist nicht die Frage. Mal kurz gucken, was... Oh, was ist denn los? Ich will eigentlich gerade mal gucken. Komm, 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 komm. Game. Also, wer macht schon richtig? Komm da durch die Gräben durch. Ich brauche einen Medic oder sowas hier. Ja, ich bin jetzt wieder da. Wo genau? Bei dir? Im Magazin brauche ich was. Ja, ich brauche... Hol einen von Kühlern. What the fuck? Habt ihr den Scheiß gebaut? Ja. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Du kannst einen anderen Wagen hier. Was ist, was ist das? Nee. Also... ich verspreche gerade mal nichts. Ich verspreche nichts, was meine Internetverbindung angeht. Ist in Ordnung. Panzer ist weg, wie es aussieht. Ein anderer. Oh ne, der hat sich ein bisschen weiter zurückgezogen, gesehen. Südlich von dir, oder was? Ja, südlich von mir an der Straße. Wenn du einfach diese weiße Linie bei mir nachfolgst, dann genau da an der Straße. Genau drauf. So. Das ist Feind. Das ist Feind. Ich habe hier in der Säure bei mir südlich den Kontakt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier kommt. Okay, wisst ihr was, wir machen wow. Die Welt. Der hat sich hier bitte. Funke. Der hat sich einfach komplett random nach Norden gedreht, gerade als ich da. Wir sind schon am Osten der Scheune. Bei dir kommt sind schon in Cap drin. Komm mal, jetzt pusht in den Stand. Wieder eine schon, ja. Hat der Funke, da hinten war so ein Eck, da könnten wir einen Ready sitzen. Ja, Panzer ist nicht gewischt. Die höchste Range, die überhaupt geht. Verstanden, Olli. Die Verstärkung sehr gut. Hab nicht verstanden, die Arbeit oben drin. Gleich war ein anderer Panzer, der den dann erwischt hat. So, bestätigen, sind da Feinde drin? Ja, sind Schweine drin. Schönes Wegkontakt. Ach nee. Gut, scheint ja zu funktionieren jetzt. Oha, komm. Tempo. So, Medic ist da. Alter, Rallye 30. Ich komme ans Rollet. Okay, zurück zum Rallye-Punkt. Wir bewegen uns zu den Nordbrücken und machen die dicht. Medic ist hinter dir, sag, wenn du willst, ne? Knister? Ja.
Du reist trotzdem nochmal zum Panzer probieren. Ich meine nur, weil wenn ich jetzt da dran verrecke, bin ich eh gleich wieder bei euch, sobald ihr angekommen seid. Und wenn du nicht verreckst, was dann? Ja, dann kann ich auch respawnen. Dann, es da dauert ja eh bis wir da sind. Versuch's meinetwegen. Wir fahren hoch an die Brücke. Okay. Oh shit. Warum sitz ich oben drauf? Gleich rechts. Rechts. Ich bin ausgestiegen. Scheiße. Ich brauch dich aber. Wie viele sind noch im Auto? Nur ich. Einer nur. Okay. Lute hoch. Ich bandage mich kurz, Lute. Oh, das war. Ich hätte stehen bleiben sollen. Das war keine gute Idee, stehen zu bleiben. Wir spawnen oben. Das ist meine Schuld. Das ist wirklich meine Schuld. Kein Problem, passiert. Wir spawnen oben, hat er gesagt. Der hat gerade einen Lienfeld-Schützer auf mich 7 Schüsse abgefeuert. Nicht getroffen. Aus 10 Metern. Okay, Planung. Dann trotzdem neu spawnen davor. Wenn ihr dann dort seid. Ich mag es, wenn die Leute keinen Ekel setzen. Dort steht, ich hab halt. Drin? Was? Ich hab Kübel. Gönn? Das geht! Klar. Ich bin fasziniert, wir fahren hoch. Militia, stehst hier unten Unfrieden, bis du stirbst. Wir machen oben den Raid-Punkt für euch, also für dich, ne? Okay. Yay, Kübelwagen-Action, Leute. Das ist was Lustiges. Der Feind wurde aus Süden markiert, ne? Nein, du bist ja schon dran. Zum Move-Marker und dann versuchen wir darüber zu kommen. Oder wir laufen halt und greifen einen Bridge-Farm von der anderen Seite an. Wir kennen die Stelle. Setzen hier einen Sicherheitsrally und dann versuchen rüber zu fahren, falls ich es erinnere. Dann bleibe ich drunter. Wir müssen beide. Ihr müsst aussteigen. Dann nicht. Ready Star, seid ihr tot unten? Ich bin tot, ich bin hier. Ich nicht. So, jetzt passt es auch. Schön Fucker. Geh mal zum Magazin, da wirst du Feinde finden. Das war mein Plan. Hey, ich hab freundlich was. Ich hab ganz komische Leute gesehen und dachte, das war fein. Yay! Mein Gott, fand ich immer Krüger hier. Aus welcher Richtung sollten wir diesen den Punkt am schönsten angreifen? Von 65? Wer was? Ja, ich würd 65 erstmal für Release testen. Versuchen. Ah, obwohl, dann müssen wir so weit weg. Ich würde es erstmal von der Seite versuchen. Oh, von der Seite ist ja, finde ich eigentlich auch besser, weil du viel Gebüsch hast. Da, und du bist direkt am Haus, im Prinzip. Ja gut, wir hätten halt Radius aufdecken können. Ja, ich wollte ihn halt setzen, zur Sicherheit. Nochmal beide zu mir, ich glaube, wir können gleich nochmal eins bauen. Ach, wo kommt ihr denn her?
30 Sekunden, so lange mal Ferngläser raus und schauen. Spotten, 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 spotten. Rückenübergang, viele Feinde. Momentan sehe ich jetzt nichts. Bin tot. Oh ja. Jetzt müsstest du einen neuen setzen können. Sehen die uns nicht? Vielleicht vorher mal Arti drauf. Soll ich einem. Ja, okay. Geduckt vorrücken. Die setzen einen Übergang in größter Zahl. Jo, wir kriegen Smoke drauf, okay. Das ist schön. Irgendwas. Also, so wie ich das anhört, haben die entweder in Bridge Farm oder in Raider 65 hier, oder? Jetzt perfekt ist das. Das ist direkt. Okay, so der Rest davon wieder vorgehen jetzt. Wir kriegen jetzt Tutsutz als Unterstützung, Gebirg. Nicht direkt an der Buschlinie entlang, lass uns erst lieber hier gehen. Infanterie 100 Meter voraus Richtung Südost. 200 Meter. Hab einen auf die Visa geschossen. Ah, einfach One Hit. Noch ein links von dem gerade Erschaffungskasten. Kacke, ich hab ihn erwischt. Hier. Move fast, Marker, sitzt einer im Wald in der weißen Scheune drin. Okay, weg. Ich bin tot. Einfach weiter versuchen. Da weiter vorzurücken. Das ist, glaube ich. Weiter rechts in der Buschwelle. Oh fuck. Like.
eine Escort 3, ich schaff das schon. So ungefähr. Schaut zu 36, dass Mörser gemeldet wurden. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja das weiter vor. Alleine kommen wir irgendwie meistens besser durch, weiß nicht. Ja, da ist eine Frau sicher, da sind die Mörser auf dem Feld. Ich bin gleich auch über euch. Einer ist besetzt. Oh, come on, Alter. Manchmal. Naja. Gelaufen. Hey, aber früher sehen können. Sehr schön, das Logi-Truck zerstören. Ich muss mal echt mehr Fokus spielen. Da bin ich, glaube ich, echt besser mit. Ich spreng mal die Mörser hier hin. Oder die, die ich zerstören kann. Ich kann, glaube ich, nicht alles zerstören. Fallen voraus, Euro Feld, Richtung Nordwest, 100 Meter. Verstanden. Schießen. Ja, oder halt bist du. Okay, die Mörser stehen noch, die sind nicht mehr nicht schießen, das gesagt. Okay. Ich könnte eine Trachino-Ladung dran setzen. Funker, die müssen da vorne ihren Rally haben. Ich schau mal kurz. Irgendwo hier bei den Heuschobern, also vom Heuschobern bis zum Techmarker, da sind die hergekommen. Ja, ich weiß. Danach checken. Check mal die Heuschober und wenn ihr wollt, auch zum Punkt aufdrücken. Von mir, also ich bin einfach von der Scheune bis zum Punkt durchgelaufen, kein Feindschuss. Ich hab noch gar nicht drin. Ich hab mal jemand. Feind MSP gefunden. 100 Meter voraus, meine Position. Ich komme. Okay, okay. Ja, da kommt Infanterie auf den Punkt drauf. Ja, genau, wenn du gerade weiterläufst. Ich bin wieder an der Scheune am Lostpack. Ich komm hinter. Ich bin im Punkt. Keine Feinde hier. Ja, ich komm nach. Doch, im Haus. Im Haus muss was sein, hab mich gerade beschossen. Ich cap. Ja, bin dabei. Nein, ist nicht sowas. Oh. Also da aber ja schon wieder ein neues Flex. Einiges. Ich hatte verbunden, ich bin unten verwundet. Was unten, Scheiße. Ja, warte, ist hot. Pionier auf dem Move-Marker, das sind die einzigen Verteidiger im ganzen Dinger hier. Wenn du hinkommst, wär's geil. Ja, ich halt die anderen gerade ab. Okay, okay. Oh, ich von der Medic, wenn du mich aufheben kannst, wäre das sehr wichtig. Ja, schwierig, glaube ich. Von Westen laufen die an die große Scheune ran. Warte, ich warte dann kurz. Dann kommen die zu euch. Im Westen von der Scheune ist auch der MSP. Ich schießen sie, kurz trinken. Ja, da geht's ja, die haben, glaube ich, Feindrally beim Move-Marker. We try. Map voraus. Du siehst ja, schon. Wenn ihr neu spawnt, versucht wieder abzufangen. Wie heißt das hier? Oh, Alter. Oh, sorry. Ich hab was sagen sollen. Hast du Pflaster? Ich decke. Warte, ich will kurz zurück. Oh Gott. Das ist so schwer, uns neu zu
Ich glaube, du fliegst so außerhalb, glaube ich. Kann ich dir gehen drin? Ganz sicher. Ja, okay. Ja, das oh, direkt aus dran nachholen. Direkt aus dran nachholen. MSP ist noch nie, aber bei der großen Schon, das war Feind. Okay. Können die da rein? Ich glaube, wir wurden fast alle umgebracht. Nein! Ah, von Gott. Der Scheune bis 44 abzufangen und zu finden, ah, dass hier Bridge kommt. Der war noch da und noch, glaube ich, einem B. Ja. Aber gut, okay, war eigentlich okay. Ach, Pistole ist halt einfach geil. Werde ich die zwei anderen bekommen könnte. Also ohne Pistole, oh Gott. Okay. Ja, es. Ich finde es so schwierig zu priorisieren in solchen Situationen. Das ist wichtig, dass man Leute holt, der Firepower hat. Kann man nur einen mehr mitnehmen, gerade die Leute hier. Wir nehmen eigentlich immer wen mit. Feind Rally zerstört. Wiederholen. Feind Rally zerstört. Gut so. Also ich setze mich jetzt hier einfach hin, aber es warte, ob es wieder was ran. Ne? Nicht zu nah rangehen, geh weg von der Basis. Ich bin nicht, ich stehe hier, guck mal, ich bin fast 600 Meter wir weg. Wir dürfen ligatechnisch nicht 100 Meter weiter als der letzte Punkt. Nee. Okay, das ist der letzte, ist das nicht 5? Das ist doch der erste vierte. Nein, das ist der letzte. Das ist aber erst der vierte. Okay. Sicher? Ja. Das ist der vierte. Oder gibt's Layouts mit 4, weil dann wird das die Regel nämlich Schwachsinn, dann weiß man ja nie, wann das die letzte Cap ist und wann nicht. Ja, okay, gut, du hast recht, also passt. Wir nehmen den Punkt. Ja gut, das sieht perfekt. Das sieht richtig gut aus. Beim letzten Punkt sollen wir auf keinen Fall zu nah rangehen. Gehen wir nicht rein, ist richtig. Ne, wir halten die auf. Guck mal, wie viele von uns hinten sind. Die kommen irgendwie südwestlich, ne? Oder wo kommen die gerade? Ja. Attack mal gerade die Bewegung. Ist ja schon hier letzt. Da liegt einer. Schöner Schuss. Oh, ne Scharfschütze immer nicht. Hey, die müssen doch jetzt ran. Okay. Wir halten trotzdem noch erstmal fürs erste Stelle. Schauen wir mal, was passiert. Ja, es ist schon zunächst der Punkt, die greift hier an. Ah, danke. Ich sehe einen Feind MSP gefunden. Die abschießen, die aus dem nächsten Punkt kommen. Ja, Angriff. Ach so, da kommt noch. Ist aktiv. Der ist aktiv. Go, Power Ranger. Und da geht's los. Okay, dann. Hast du einen Olli? Das ist doch nicht der Last. Negativ, da sind noch mehr. Punkt direkt auch schon Feind. Okay, klar, danke. Direkt voraus, Luca, oder wer da weg ist. Beim Attack Mark ist einer vorbei. Direkt neben dem Militia im Busch. Ja, den hab ich. Ne, ist der Leiche. Ja, den hab ich. Ja, da läuft er noch weiter hinten rechts, Militia. Auf übers Feld. Ich hatte Semi vor Westen, kommt neue. Norden jetzt. Halt Granaten raus. Norden und Westen. Im Norden liegt einer im Feld, zwischen dem Korn und dem Westhofer einer. Und der Truck hier ist kein MSP, sondern ein normaler Truck einfach nur. Ich höre schon Willi. Oh, ein Pionier wartet mit dem Jeep. Fuck's sake. Wir wollten ihn gar nicht holen. Bunker, bist du tot? Dann spawnen wir das vorne zusammen und machen einen neuen.
Gott. Hier kommt Arti hin. Ja, vielleicht sogar aus der anderen. Kannst du fragen, ob er mit Arti hinkommt, wegen dem Arti-Marker? Straighting. Oh, ich fuck. Ich hasse es. Ich hasse sowas. Ich hasse fucking Suppressing Fire. Kannst du einfach nichts gegen machen. Squads hinten, einer vorne, okay. Fragwürdig. Sehr schön, dann schauen wir mal, ob wir hier wieder richtig besser die angreifen können. Okay. Ich höre Feind Mörser. Okay. Warte. Nördlich von uns, Feindtrupp. Nach dem Feld, muss trinken. Hier läuft zwei Squads genau vor uns an der Hauptstraße lang. Und nördlich der Hauptstraße kommt ein Panzer jetzt. Die hat sie durch, ist keine Fläche. Oh, schön. Hab zwei Fläche ausgeschaltet. Das ist das. Ich sehe einen Feind Logi oder vielleicht auch MSP, ich weiß nicht ganz genau. Also du bist jetzt hinter 100 Meter bei der letzten Cap dahin. Ja Jungs, bitte. Nicht weiter. Merkt euch für die Liga, nicht weiter als 100 Meter von der letzten Cap Richtung Gegnerbasis. Verboten. Auch nicht wenn hier die Mörser, sind. Verboten, also nördlich vom Punkt läuft auch Infanterie raus. Kommt, erhält Magazin ist leer zum Cappen. Ich brauche euch hier. Ja, auf dem Weg. Da hinten seid ihr verboten, hier könnt ihr helfen. Gibt es nicht auch sogar eine Regel, dass sie keine Mörser in der Red Zone und deren... Doch. Komm. Jetzt haben wir aber die Regel gebrochen, ist auch wunderbar. Besten noch meine Position wieder. Ich habe ihn. Ja, sehr schön. Okay. Die müssen jetzt vom Norden zurückkommen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder ich deck mal Richtung Norden. MSP wird gesprengt. Ja. Sehr schön. Auch zur Möb, meinst du, ich kann dich holen? Ich höre schon Mob. Ich hab den erschossen, der Möb erschossen hat. Oh, hier ist ein Rally. Ja, an der Straßenseite war noch was. Danke. Vielleicht aus Norden, Feindinfanterieverstärkung könnte kommen. Ja, ich hab ein Rally gefunden, sag mal. Ich spreng hier ein Rally bei mir hoch, Achtung. Achtung, Achtung, Granate. Südlich ist noch was, aber ich komm noch welche. Okay, Rally illuminiert. Ich steh Hauptstraße runter. Ich halte dich drin, ne? Oi. Lol. Alles klar, ey. Das war keine Frisky. Weiter reinkommen und kämpfen. Hier geht es. Hier waren gerade zwei Infanteristen im Haus drin. Schon. Ich kann nicht heilen. Nein. Bleib stehen, ne? Heilung. Sehr gut, Rachen ist wirklich klasse. Alter, komm. Push dich. Okay, ich bleib drin. Captain Guard hier die letzte Scheiße alleine. Wie wollen wir? Ja, die gehen ja gar nicht mehr drauf. Die haben ja sogar einen Bordenpanzer jetzt durch die Gegend fahren, der hier nicht hinkommt. Alter, richtig nice. Ja, ich hab echt scheiße gespielt. Nicht weiter resten, sonst zum Erzeugen mit dem Pionier. Ich muss auch zurückrufen. Wir haben gecapped, GG. Kommt ein Truck aus Nord, der will noch. Komm schon. Buff. Ich hab ihn noch, Scheiße, Leute. GG. 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 5?
10 Minuten Nachbesprechung in den Squads, dann bitte im Exerzierplatz sammeln. Ich habe auch keine Zeit, meine Nachbesprechung machen. 5 Minuten Nachbesprechung in den Squads, dann bitte im Exerzierplatz sammeln. Okay, gut. Erst nochmal ein GG an alle, ne? Nachbesprechung, denke ich mal, erspreche ich euch. Wir wollen die erste Runde Besprechung. Ist euch was aufgefallen, Mensch, was ihr hätten besser machen können? Was war gut, was war schlecht? Ah, komm, nimm mal mit. Durch. Mit damit ich das mal gesehen habe. Am Anfang. Ist ich stimme zu. Sonst noch was? Vielleicht, also ich glaube, es war in beide Runden, war ein Shuffle-Tit ganz gut dran. Okay. Und wenn die den Attila dann, nur einen Attila, dass man das sucht, dass man den nur nennt, wenn man den braucht, ist ja gut, aber die haben halt teilweise, wenn die den Panzer direkt neben sich gehabt haben, das Ding nicht genommen. Das ist halt, verstehe ich halt nicht. Wenn man ja, sich was nehmen kann dagegen, warum macht man das nicht eben? Dann muss man halt eben kurz ein bisschen anders spielen, aber... Gut, ich nehme an, da wären wir vielleicht besser aufgehoben gewesen im Angriff mit der AT. Ja, so wie gesagt, in der Verteidigung brauche ich das Ding ja nicht. Dann kann ja einfach einer ranfunken und dann nimmt er das. Aber das Teil war ja komplett unbesetzt. Also die andere. Ja, ich denke, dass es mit dem Schwenken zwar eine schöne Idee ist, aber... Nee, die Leute in dem Trupp sitzen dann da drin und keiner hat Bock, AT zu nehmen und dann denkt, oh ja, meine Rolle ist auch so wichtig, ich nehme AT jetzt nicht, soll ich neben anderes nehmen, aber wenn ich die nehme, bin ich dann der Schlimme und deswegen funktioniert das, glaube ich, nicht so richtig. Das werde ich mal nachher ansprechen. Abgesehen von der AT noch Themen. Ja, ich meine ja nur, wenn die sich alle denken, die brauchen die nicht von Anfang an, dann kann ja zwischendurch einer einfach mal reinfunken, dass er einen Panzer hat, dann nimmt er den kurz und danach, wenn er die nicht mehr braucht, gibt er die halt, kann der gibt er ihr frei ist, ja. Ja, okay. Jetzt mal abgesehen von der AT noch Punkte. Nee, war eigentlich ganz okay. Also vor allem die zweite Runde, die zählt ja. Nee, die erste war auch wichtig. Erste Runde super knapp, zweite Runde auch geil. Genau. Also super. Olli, wir machen jetzt weiter mit Olli. Was hätten wir besser machen können, was hätten wir schlechter machen können? So an sich war eigentlich alles in Ordnung. Aber meiner Meinung nach vielleicht nächstes Mal kein Medic mehr ins Squad haben. Weil meiner Meinung nach ist der überflüssig. Lieber mehr Feuerkraft mit MG oder irgendwas aufbauen. Weil der Medic, ja, lassen vielleicht von beiden Runden vielleicht 4 oder 5 Wiederbelebungen gehabt haben. Was jetzt ein Squad jetzt angeht. Da hat er nicht ganz. Na gut, theoretisch kann halt auch heilen. Man stirbt deswegen halt weniger. Ne? Das ist halt auch manchmal eine ganz gute Sache. Ja, extrem. Ja, gut, aber die Zeit hast du meistens nicht. Wenn die dich überlaufen oder irgendwas, da brauchst du nicht mit dem Pflaster um die Ecke kommen. Okay. Ja, da ja, werde ich mir gleich einen Vorschlag. Das merken wir uns auf jeden Fall. Und mal ansprechen wegen den Feindmörsern halt jetzt in der zweiten Runde, ne? Wie gesagt. Ja, aber nochmal, gerade wegen der Basis. Wenn das der letzte Punkt ist, dürfen wir nicht weiter als 100 Meter von diesem Punkt Richtung Feindbasis laufen. Auf gar keinen Fall. Das wird disqualifiziert. Also wir dürfen nicht von dem letzten Punkt weiter als 100 Meter ran. Das haben die Pussys in der Liga durchgesetzt. Also 40 to 1 RIP und sowas. Die wollten das auf jeden Fall, weil sie Angst um ihre Base hatten. Die haben es ja irgendwie durchgekommen. Das ist halt echt blöd. Ja, wenn man sieht, das ist sehr, sehr ausgefeiltes Regelwerk hierbei. Dürfen sie nicht. Die werden jetzt feststellen, dann kann Twist sagen, hey, Achtung, wir haben euch da entdeckt. Das ist ja jetzt Mörder, letztlich Training war für ein Ligaspiel. Ja, weil du hast gesehen, das war ja ungefähr, sag ich mal, 52 bis 300 Meter vom Punkt war das hier. Ja. Das war halt im Süden. Richtig. Nicht in westlich. Westlich ist ja der Punkt gewesen und wir waren Süden. Genau, ja, sonst alles gemacht, tipptopp. Gut gelaufen. Okay. Ja, mit den Rallyes, das war halt auch eine schwierige Situation am Hotel, weil oben war der Fluss und der Wald, wo sie durchgehen, und unten war halt der Weg zum Flankieren. Also, müssen wir schauen, vielleicht finden wir noch was Besseres. Dann, Militia. Ich? Ja. Hat alles super. Hat echt Spaß gemacht. Okay, das hört natürlich gerne, aber ich halt auch immer, was könnte noch besser machen, dass wir als Squad erfolgreicher sind? Mehr Rallyes. Definitiv. Wir waren oft sehr, sehr weit vom Geschehen entfernt. Also die gestorben sind, weil die Rallyes irgendwie 300, 400 Meter entfernt waren. Das ist mir aufgefallen. Wie mehr Rallyes passieren sollen. Jetzt gerade zum Beispiel gegen Ende fand ich das notwendig, damit wir überhaupt nicht rausgeworfen werden können. Weil wenn wir da den Rallye verlieren, kommen wir halt so schnell wieder zurück. Ja, ganz kurz das dazu. Ja. Ich finde es besser, lieber 200-300 Meter zu laufen, als eine Rallye komplett zu verlieren, wenn er rot ist jedes Mal. Sicherer. Stimmt schon. Und
Und du hast halt von den, sag ich mal, 200, 300 Metern, hast du jede Möglichkeit, deine Gegner zu umrunden oder zu sehen, wo sie genau herkommen. Ja, stimmt, da muss ich mir also auch noch was umrunden. Finde ich schon ganz gucken. Gut, dass es immer definitive Rallyes sind. Wenn ich dir mal Squad-Lead machen würde. Irgendwann. Ich mache auch teilweise aggressive Rallyes, aber nur, wenn es die Situation erlaubt. Also, wenn wir ein MSP oder eine FOP haben oder irgendwelche anderen Spawn-Möglichkeiten, dass wir halt nicht komplett gefickt sind. Aber da, gerade in der zweiten Hälfte fand ich zwischen diesen Rallyes eigentlich ziemlich geil, weil wir haben nicht gefunden, wir konnten die Kübel nehmen. Und mal im Ernst, Jungs, also wir haben den letzten Punkt ganz alleine geholt, ohne irgendeine Hilfe. Ja gut, mit ein bisschen Art von Twist, aber sonst ganz alleine. Aber ja, ist, man muss halt immer, ist teilweise schwer abzuwägen, was ist zu defensiv, was ist zu aggressiv. Ja. Aber ich versuche auch immer Kompromisse zu finden. Sonst noch was, Milch, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, da muss man immer ein bisschen nachdenken, was ist das richtige Maß. Ja, eigentlich sonst nichts. Okay, dann Luke Kreuzer. Ja, ich hatte einen Vorschlag bezüglich Olli und der Medic-Problemation, oh Gott, Problematik. Was wäre, wenn man einen dynamischen Medic spielt? Sprich sowas wie, also wenn man wirklich im Angriff ist. Text oder sowas, man kann dich gerade nicht verstehen. Echt? Jetzt, sag mal weiter was. Also, jetzt geht's, es geht. Ja, okay. Also Medic dynamisch spielen, sprich im Angriff spielen wir ohne Medic, für eine Verteidigung mit Medic. Weil Medic einfach, klar, im Angriff nicht die Zeit hat. In der Offensive würde ich dann einfach wechseln auf, keine Ahnung, Schützen und dann den Artiller oder was supporten als Medic, als ehemaliger Medic und dann halt gucken, dass ich mehr Feuerkraft reinbringe. So als Idee. Das ist eine gute Idee. Das können wir auf jeden Fall, glaube ich, so machen. Eigentlich eine richtig gute Idee eigentlich, dass man standardmäßig in der Verteidigung eher auf den Medic sich verlässt, weil man seine Leute wahrscheinlich wieder aufkratzen kann. Genau, in der Offensive vielleicht einen Schütze für den Artiller oder vielleicht auch einen MG, damit wir noch mehr Feuerkraft haben. Ja, was halt möglich ist. Genau. Tschüss. Sollen wir hochkommen? Ja, bitte. Also, auf geht's, Jungs. Gut, dann würde ich auch an dieser Stelle sagen, ich beende das mal. Ich habe noch so mal eine kleine Nachbesprechung mal gesehen, was halt auch danach nochmal besprochen wird. Und Leute, ja, ich cutte das an der Stelle dann jetzt mal. Also ich sage jetzt mal, ne, tschüss. Weil alles, was jetzt kommt, das dauert noch ein bisschen länger. Ja, Juti. Okay, gut, dann beende ich das. Genau, und bis zum nächsten Event würde ich mal sagen. Tschüss.